22 hat wir zuhört. Ja, dann ist die Stadt nah, rein italienisch, keine weiteren Verletzungen, keine Auskunft. Verstanden. Ein Auto ist in eine Straßenbahn gecrashed. Die Düsseldorfer Lebensretter Desiree Groller und Alex Komasinski rechnen mit einem Horrorszenario. Wir sind jetzt als Notfall zu einer Haltestelle alarmiert. Die Meldung lautet internistischer Notfall nach Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn bei der Fahrerin. Wir haben jetzt nochmals von der Leitstelle per Funk die Rückmeldung erhalten, dass es der VU an sich schon abgearbeitet ist, dass es sich da im Nachhinein jetzt gerade um ein internistisches Problem, was im Nachgang sich entwickelt hat, handelt. Wenn man liest Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und Pkw, dann denkt man an eine Vielzahl von Verletzten, die möglich sein können. Es sind viele Fahrgäste meistens bei einer Straßenbahn. Es ist eine Verkehrssituation, wo andere Straßenteilnehmer dran versuchen vorbeizukommen, wo wir uns absichern müssen, wo wir die Leute absichern müssen, eventuell, dass nicht weitere Unfälle sogar passieren. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn jemand unfallbeteiligt war, eine hohe Adrenalinausschüttung hat, unter Schock stand, und wenn sich das jetzt etwas gelegt hat, dass derjenige dann im Nachgang vielleicht doch wackelige Beine, Kreislaufprobleme bekommen hat. Da vorne ist die Polizei, geradeaus ist eine Straßenbahn. Gerade bei einem Verkehrsunfall rechnet man damit, dass sich der Verkehr weit aufstaut, deshalb sind wir umso vorsichtiger. Wir versuchen natürlich auch rücksichtsvoll durch diesen Verkehr zu fließen, aber man muss natürlich damit rechnen, dass jederzeit ein Verkehrsteilnehmer nicht so reagiert, wie wir es gerne hätten. Deshalb sind wir da sehr bedacht und tasten uns daran. Das könnte die Bahnfahrerin gemeint sein. Ich gehe einmal ohne Sachen zu ihr. Jawohl. Ich habe nichts gesehen, wir haben noch mit abgesendet. Hi, wir sind für eine Dame, eine Fahrerin bestellt worden. Um sie geht es. Hi, kann ich irgendwie zu Ihnen reinkommen? Die Tür ist offen, aber die zweite bitte, die erste ist offen. Okay. Notfallsanitäterin Desiree merkt sofort, die verunfallte Bahnfahrerin ist völlig aufgelöst. Hallo, Groller, mein Name. Hallo. Hi, wie geht's Ihnen im Moment? Ein bisschen am Zitterband. Ja, aufgeregt. Okay. Haben Sie sich irgendwie verletzt jetzt Nein. gerade? Das nicht. Ist in erster Linie das Zittern. Okay. Und was war genau passiert? Können Sie mir das sagen? Ich bin von hinten angefahren gekommen. Ich hatte Fahrsignal. Ja. Und der Pkw-Fahrer hat den Blinker gesetzt und ist dann auch direkt rübergezogen. Ah. Und so schnell konnte ich nicht reagieren. Und Zeugen sagten auch, dass der nicht geguckt hätte. Aber das konnte ich nicht sehen. Also ich habe nur gesehen, dass er halt den Blinker gesetzt hat. Das heißt, ein Pkw hat sie jetzt seitlich touchiert. Genau. Und so schnell konnte ich nicht reagieren. Verständlich. Wollen Sie erstmal hier ein bisschen rauskommen, zu uns mit ins Auto? Ja. Dass wir ein bisschen zur Ruhe kommen. Gucken mal, was die Beine mitmachen. Die eine ist kaputt, wir müssen die zweite Tür nehmen, genau. Für Desiree steht schnell fest, weiterfahren kann die junge Frau in diesem Zustand definitiv nicht. Sie können sich hier oder hier einmal festhalten oder nehmen Sie. Genau, kommen Sie zu mir. Möchten Sie sich setzen einmal? Ja. Genau, einmal bitte rübergehen. Wenn Sie vielleicht so freundlich sind, vielleicht noch mal die Jacke ausziehen. Ja, und dann natürlich. Vielleicht mal schauen. Ich habe schon mal den Ausweis ausgelegt für die Polizei. Mein erster Eindruck von ihr war dann, sie hat noch etwas Tränen in den Augen gehabt, war sehr aufgeregt, aufgelöst, zitterte noch am Körper und stand noch wirklich unter dem Eindruck des Geschehenen. Hat mir aber bestätigt, dass sie nur durch ein Bremsmanöver gar nicht zu einem körperlichen Schaden gekommen ist, sondern jetzt unter Schock stehen würde. Im Schreck der Ereignisse. Hauptsache, es ist glimpflich ausgegangen. Keiner verletzt. Und der Rest Materialschaden, das setzt sich her. Möchten Sie einen Schluck trinken? Vielen Dank. Ja? Wie gesagt, das ist das Wichtigste, dass keiner verletzt ist. Sind Sie mal aus Interesse, ist man in einer Straßenbahn angestellt als Fahrer? Gibt es da überhaupt gute? Nee, ne? Aber vom Ruck her auch nirgendwo jetzt gegengekommen oder so, vom Bremsmanöver her. Auch jetzt, also nur, dass ich halt immer kurz vom Bein bin und. Ja. Einfach halt rauslassen. Wir sind hier unter uns, wir haben Taschentücher. Das hilft manchmal, wenn es dass ich halt zitter am ganzen Körper und dass ich das Gefühl habe, als wenn ich Schnappatmung hätte durch das Weinen. Und
Aber ansonsten geht's mir körperlich gut. Also eine völlig normale Reaktion des Körpers auf so eine Stresssituation, die sie gerade hatten. Ja, da wird Adrenalin produziert, der Herzschlag beschleunigt sich. Das geht mit der Zeit auch weg. Aber erstmal ist es so eine innere Unruhe, weil dieser Körper ist eigentlich darauf eingestellt, auf ich muss jetzt kämpfen, irgendwas ist hier, der große Säbelzahntiger, aber eigentlich ist es schon vorbei. Ja. Was entspannt Sie zu Hause am besten? Was machen Sie dann immer zum Abschalten? Bad nehmen. Ja, die gute Badewanne mit Schaum. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das war so schnell. Und dann hat's Knall gemacht. Es dauert das wieder, bis ich diesen Knall kriege. Aber ich habe eine Telefonnummer, wo die Rheinbahn mit zusammenarbeitet, falls ich das nicht verarbeitet kriege, dass ich da mich melden kann. Ja, super. Super, mit Bedacht auch vom Arbeitgeber. Aber ich muss morgen wieder arbeiten. Da geht nichts dran vorbei, wenn man einmal vom Pferd fällt. Die Patientin sagt uns auch, naja, wer vom Pferd fällt, der soll gleich wieder aufsteigen. So hat sie es wohl beim letzten Mal gehandhabt, meinte damit, dass sie am nächsten Tag auch gleich wieder arbeiten war, um da nicht irgendwelche Ängste zu entwickeln und dass sich da was vertieft und es ihr noch schwerer fällt, dann irgendwann in den Arbeitsalltag zurückzukommen. Da ist jeder Jeck anders gestrickt. Und dementsprechend, der eine möchte sofort wieder arbeiten, der andere braucht vielleicht etwas Ruhe und Abstand und etwas mehr Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und dann wieder in den Arbeitsalltag zu kommen. Wenn Sie möchten, können Sie schon sich, oder wir können ihn hier reinholen, diesen, wie nennt sich das bei Ihnen, Rheinmann? Verkehrsmeister. Wenn Sie sagen, ich möchte hier gar nicht mehr im Warmen sitzen, dann können Sie auch zugehen. Ich würde gerne ein bisschen an die frische Luft, dann, wenn das in Ordnung ist. Auf jeden Fall. Im Laufe des Gesprächs hat die Patientin sich beruhigt. Man konnte sehen, dass sie gar nicht mehr zittert. Sie war auch mehr noch so Späßen aufgelegt. Hat auch dann selber den Wunsch geäußert, dass sie gerne wieder an die frische Luft möchte und in ihren Alltag wieder zurückfinden möchte. Und bei Ihnen? Sind Sie ja weg? Wir sind nicht verletzt, aber unser Auto ist auch schade. Ja, guck mal, das Seite. Tut mir furchtbar leid. Nee, das, Sie haben nichts gemacht. Ja. Sie hat ja nur die Schiene, in der sie bleiben kann, ne? Ja. Ein Kollege der Bahnfahrerin erkundigt sich fürsorglich nach ihrem Zustand mit einem tollen Angebot. Jo, du bist die Fahrerin, wie geht's dir? Besser, danke. Ist wieder ein bisschen runtergekommen, ja. Aber ich glaube, heute fahren ist nicht mehr. Nein, das brauchst du nicht. Ich kann nicht direkt nach Bierenfeld. Weil mein Rucksack fährt gerade von dann mit Portemonnaie und Der geht jetzt auch nach Bierenfeld, da brauchst du keine Sorgen zu machen. Ja, ich sag dem nachher dann mal auch Bescheid, dass er den Rucksack dann mitnimmt. Es waren relativ schnell Mitarbeiter von der Rheinbahn vor Ort, unter anderem auch ein Ansprechpartner, der erwähnt hatte, dass es die Möglichkeit gibt, eine sogenannte Nachsorge betrieblicher Art zu vollziehen. Diese Möglichkeit besteht, hat sie beim letzten Mal auch schon in Anspruch genommen. Und das wollte sie dieses Mal auch wieder tun. Das kannte ich so gar nicht. Ich finde das sehr bemerkenswert. Hi, guten Tag. Hallo. Ich habe gehört, Sie waren der Fahrer in einem anderen Auto gewesen. Ja, ich war in einem anderen Auto. Wie geht's Ihnen jetzt im Moment? Ja, wie soll es mir gehen, ne? Nicht so gut halt. Sehr klar. Aber jetzt emotional oder körperlich? Ja, eher emotional. Ich glaube, ich bin mit Kopf so gegen Lenkrad gekommen oder so. Ja. Aber an sich geht's mir nicht gut. Okay. Also letztendlich ist ein PKW in die Straßenbahnschiene eingeschert, sodass die Straßenbahn zwar versucht hat zu bremsen, aber es noch zu einer Touchierung kam, sogar noch mit einem zweiten PKW, der wohl betroffen ist. Und Gott sei Dank, es gab keinen Personenschaden körperlich gesehen, aber mehrere Leute, die jetzt unter dem Schock des Ereignisses stehen, erstmal einen Schrecken bekommen haben, aber zum Glück mit dem Schrecken davonkommen jetzt gerade. Tut mir mega leid. Mir auch. Nein, dem muss gar nichts leid. Alles gut. Ja, tut mir mega leid. Das ist einfach nur der Schock, weil ne, das ist aber das ist bei mir normal. Aber dann können wir sowieso jetzt nicht ändern, außer dass wir in Frieden auseinandergehen und Ja, wie gesagt, ich bin ja, Sie auch, ich auch. Das wird so nicht mehr so. Nein, nur der Schock. Noch sind die Rettungssanitäter da, denn? Ja, alles. Ja, nein. Das ist schon. Ich bin wohl mit Kopf nicht im Lenkrad und so, aber egal. Hauptsache, dass sie gesund sind. Ja, wie gesagt, darf keine verletzen, das ist halt das Wichtigste. Und wie kannst du dann auch?
Ich muss jetzt eh erstmal gucken, wer das abschleppt und so. Da kann es leider nicht helfen. Nein, alles gut. Nein. Das kriege ich alles hin. Ne? Ja, auch für euch auch. Vielen Dank. In Ordnung, aber nichtsdestotrotz, falls sich noch was verändern sollte aus medizinischer Sicht, Sie irgendwelche Symptomatik entwickeln, Sie können natürlich jederzeit auch selbstständig in eine Ambulanz gehen und das dort aufnehmen, ja? Aber ich glaube, er braucht eher mal so ein bisschen Ruhe, so wie ich eben. Mhm. Ja, alles gut. Ist das der erste Unfall für Sie? Ja. Dann müssen Sie sich wahrscheinlich selber auch, die Dame hat schon einen ganz guten Weg, sag ich jetzt mal, um das Verarbeiten gerade geschildert, für sich selbst, aber Sie müssen das dementsprechend dann auch beobachten erstmal. Und dann versuchen, darüber zu reden. Reden hilft immer ganz gut, um das zu verarbeiten. Das ist jetzt der Prozess. Wenn das nicht aushaltbar ist, jederzeit Vorstellung in einer Ambulanz. Ja. Super. Alles klar. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ja, danke schön. Alles Gute. Ja, danke schön. Alles Gute für Sie beide, ja. Danke. Alles gut. War doch einfach mal schön, dass die Leute sich nicht einfach angreifen und einfach sagen können, ja, Unfälle passieren. Ja, ist so, genau. Mein Gott, den Rest können die Versicherungen klären. So ist es. Und, ist frei? Ja, ist frei. Der Unfall beschäftigt die Lebensretter in Düsseldorf auch noch auf dem Rückweg zur Wache. Klang wirklich sehr vernünftig. Die Dame scheint das schon so ein bisschen Routine zu haben. Ja, also. Ja. Ich hätte das nicht besser formulieren können. Nee, alle Tipps schon vorweggenommen. Ja. Sie weiß, was sie tun muss, sie weiß, was sie machen kann. Wunderbar, wenn man schon so mit Voraussicht daran geht. Oder Erfahrung, je nachdem.